Sie stellen die Energie der Schlafenden dar. Der Traumstein absorbiert der Traumorbs und lädt sie mit der Energie auf. Ziemlich komische Geschichte, aber egal, klingt also zumindest ziemlich praktisch. Ja, sehr gut. Bald schon werden wir den Traumstein nutzen können. Meine Lieben, herzlich willkommen wieder zurück zu Mario und Luigi Dream Team Bros. In eurer heutigen Folge werden wir uns den Gipfel anschauen. Wer den letzten Mal nicht verpasst hat, schaut euch unbedingt den Bosskampf an, der war mega geil. Aber jetzt geht's erstmal hier weiter. Endlich! Nee. Ja, mit diesem Traumstein verwirklich meine Träume. Aber vorher... Ja. Wow, was ist denn jetzt auf einmal passiert? Sah nicht, du hast deine normale Gestalt angenommen. Ach doch, jetzt wo ich wieder in der Wachwelt bin, kann ich auch meine wahre Gestalt offen zeigen. Yeah. Oh, gar nicht schlecht. Siehst wirklich böse aus. Bowser, was bis jetzt geschehen ist, wurde durch unser Treffen eingeleitet. Und sogar den Traumstein halten wir jetzt in unseren Klauen. Wir sollten den Traumstein einsetzen und zwar jetzt hier. Also gut, wie machen wir das? Ja, erst zuerst sammeln wir die Energie für den Traumstein. Hat er genug Energie, wird der Traumstein uns geben, was wir von ihm wünschen. Alles, was wir wünschen, das klingt wirklich spannend. Was wünschst du dir denn so? Vielleicht dieses alberne Kreischen loszuwerden? Ja, mein Wunsch ist es. Nur die Weltherrschaft. Moment, wie bitte? Such dir mal was anderes, Partner. Die Weltherrschaft ist schon für mich reserviert. Ja, keine Sorge. Die Welt soll dir gehören. Ich wünsche mir nur die Freiheit zu tun und lassen, was sie mir beliebt. Wenn ich die habe, werde ich mich schon zufrieden geben. Klingt vernünftig. Dann sind wir uns einig. Wir übernehmen gemeinsam die Weltherrschaft. Oh, eure Verträumtheit. Wir stehen bereit, um euren Wunsch wahr werden zu lassen. Sehr gut, dann sollten wir nicht länger zögern. Mario und dieser bärtige Typ in Grün, ich weiß immer noch nicht seinen Namen. Wie habt ihr uns gefunden? Man muss nicht besonders clever sein, um deine Pläne zu durchkreuzen. Und jetzt her mit dem Traumstein. Phantasma, viel Zeit ist damals vergangen. Ich habe keine Ahnung, wie du in die Wachwelt gelangt bist. Aber lange wirst du nicht hier bleiben. Ich schicke dich zurück in der Traumwelt. Stell dich mich nicht in den Weg! Wir haben keine Zeit mehr, uns mit diesen Kreaturen aufzuhalten. Wir müssen die Energie für den Traumstein sammeln. Hey Mario, Luigi, hört euch das an. Alles, was ist, muss schlafen! Aber was ist das? Was ist das für eine Musik? Ist das vielleicht der Schlummergroove? Das ist korrekt, der Schlummergroove. Wer immer diesen Groove hört, muss sich in einem tiefen Schlaf fallen lassen. Scheuergrüne meldet sich zum Schlafen. Heute bin ich sicher nicht müde, habe heute schon echt viel geschlafen. Eure Schläfrigkeit, ich wünsche eine angenehme Nacht. Hat mich aber irgendwie kein... Also bei mir ist nicht mal ansatzweise ein geringsten Effekt. Warte mal, hey, ihr könnt jetzt doch nicht pennen! Ihr dürft jetzt nicht schlafen! Hallo, aufwachen!
aufwachen! Auf uns beide hat der Schlummergruf keinen Effekt. Für normale Kreaturen aber ist er verheerend. Das läuft alles anders als geplant. Wir sind nicht mehr sicher hier. Uns bleibt im Moment wirklich nur noch der Rückzug. Aber der Traumstein... Das lässt sich nicht ändern. Ich könnte Antasma besiegen. Aber wenn Mario schläft, kann keiner Bowser aufhalten. Verstanden. Rückzug. Mario, Luigi, aufwachen, zurückziehen. Oh, alles klar, Luigi. Der hat schon gelernt, wie man so normal zurückzieht. Ja, dann schon hauen sie ab. Aber das wird sie auch nicht retten. Luigis Beste bisher. So bin ich im echten Leben auch, wenn ich schlafe. Ich krieg auch nichts mit. Aber ich roll nicht wie eine Kugel runter. Aufwachen, Luigi! Aufwachen! Schaut her, die Traumzone! Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen jetzt fliehen. Nein, hör zu, wir lassen Luigi hier schlafen und zerreißen in die Traumwelt. Der Schlummergriff kann uns nicht mehr anhaben, wenn wir in diese Grenze zur Traumwelt überschritten haben. Verstehe, guter Plan. Mario! Ja, alles klar. So macht man das im heutzutage im Leben. Schnell in die Traumwelt! Aber ich hätte den Schlummergruf gerne noch mal länger gehört. Der hört sich cool an. Was ist denn das für eine Musik? Oh mein Gott, die werden von den Seelen beraubt oder von den Träumen eher. Dieser Rhythmus. Das ist schlecht, glaube ich. Diese Musik ist schlecht, aber wieso macht sie mich so müde? Nanu, was sind das denn für komische Dinger? Ja, die Traumorbs. Traumorbs? Sie stellen die Energie der Schlafenden dar. Der Traumstein absorbiert der Traumorbs und lädt sie mit der Energie auf. Ziemlich komische Geschichte, aber egal, klingt also zumindest ziemlich praktisch. Ja, sehr gut. Bald schon werden wir den Traumstein nutzen können. Okay. Das ist schlecht. Das sieht nicht gut aus, meine Lieben. Das sieht gar nicht gut aus. Und jetzt hängen wir in dieser Wachwelt fest. Traumwelt. Puh, das war knapp. Hier in der Traumwelt sollten wir vorerst erst sicher sein. Aber solange der Schlummerwurf ertönt, können wir nicht zurück in die Wachwelt. Ja, das Klügste wäre erstmal hier bleibt zu bleiben. Aber was machen wir denn jetzt? Wir können ja jetzt nicht einfach so hier sitzen und so denken, oh ja, Schlummergroof, easy. Was ist das? Oh nein! Das Traumportal ist verschwindet. Leute, das ist nicht gut. Ich glaube, das war's mit dem Zufluchtsort. Das Traumportal, es ist verschwunden. Ein schlechtes Zeichen. Der Schlummergruf muss übermächtig sein. Luigi ist in derart tiefen Schlaf gefallen, dass sich der Traumportal geschlossen hat. Naja, so wie es aussieht, kommen wir erstmal nicht mehr in die Wachwelt zurück. Wir müssen unbedingt einen anderen Weg finden, das Traumportal wieder zu öffnen. Ja. Das sieht schon mal sehr gut aus für Mario und für Luigi. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht ansatzweise. Hey, was macht ihr denn hier? Oh, ihr seid sehr pünktlich.
Wollen kaufen Geld, Geld haben wollen wir. Alles klar, ich gucke mir mal ein paar Sachen an. Guck mal, hier wieder Erfahrungshandschuhe. Oh mein Gott, KP-Schal, alles klar. Aber eigentlich brauchen wir die restlichen Sachen gar nicht. Ich bin immer noch dafür, wir sparen. Auch wenn wir 11.000 haben. So, ist hier noch irgendwas? Da ist nichts. Hier oben kommen wir auch noch nicht hin, ne? Aber warte mal. Oh, jetzt hat der Schlummer Muguf mich ohne steckt. Liftstation, Tal. Aha, Liftstation, ich sehe schon. Sehr gute Liftstation hier. Oh, wir müssen ja hier hoch. Lull. So, einmal abspeichern bitte. Und dann geht's weiter. Warte mal, was steht hier? Pyjama-Gipfel, erstes Lager. So, ich sehe schon die ganzen komischen kleinen Guru-Dinger. Aber warte mal, wir machen jetzt Traumkugel. Ich glaub, ja, komm. Das wird schon easy funktionieren. Oh. Ja, sagt er easy. Hallo, was ist denn jetzt los? Das war ja irgendwie jetzt komplett verkackt. Naja, solange noch ein Super rauskommt, ne, ist alles in Ordnung. Ja. Das wird nur noch ein Super. Aber es reicht. Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so wenig Leben haben. So, Mario, einmal 100er bitte mitnehmen. Nein! Da kam einer angesprintet. Ah, ganz ehrlich, ich liebe diese Traumkugel, ne? Ohne Witz. Ich glaube, das ist meine liebste Traumattacke. Zumindest für Massenangriffe ist die sehr gut geeignet. Sehr schön. Exzellent weggehauen, würde ich behaupten. Die Kämpferhosen, ich muss unbedingt die Sachen, die ich verdoppelt oder dreifach habe, einfach mal verkaufen. Junge, davon habe ich schon Massen. Und da unten ist noch ein Gegner. Und es gibt jetzt übrigens hier im Traum, in der Traumwelt nochmal Attackenfragmente. Finde ich sehr interessant tatsächlich. Oh, Bruder. Komm jetzt her hier. Oder warte mal. Der Hammer zählt. Sehr gut. Bam. So, kurz konzentrieren. Warte mal, was macht ihr? Ja, moin, alles klar. Ja. Oh, diese unterschiedliche Geschwindigkeit, ne? Ich würde sagen, einmal heilen, bitte. So, und machen wir jetzt am besten, wir machen den Hammer. Weil anscheinend bringt der auch uns ein bisschen Glück im Sinne von unserer Verteidigung. Also die droppt halt die Verteidigung der Gegner und das ist halt mega. So, halt, stopp. Hier können wir wieder nochmal angreifen und damit haben wir's. Gut, gut, gut. Jetzt ist die Frage, wo geht's nur weiter? Upsala. Dann kann's ja nur hier oben weitergehen. Aber wenn es jetzt hier 10 Attackenfragmente zu holen gibt, dann wird das ziemlich spannend, muss ich gestehen. Oh, und hier brauchen wir wieder eine Luigi-Sion. Und zwar eine neue. Da drüben. Eine Luigi-Sions-Objekt. Was mag wohl dort geschehen, wenn wir es verwenden? Mein bloßer Anblick fröstet es mich schon. Ich sehe schon, was wir machen können.
Oh je, das Traumportal hat sich geschlossen. Was soll ich denn jetzt nur tun, wenn Mario nicht zurückkommen kann? Wenn ich ihm irgendwie helfen könnte. Und nicht nur das. Luigi ist sicher schon halb erfroren. Ich muss irgendwie ihn aufwärmen. Berühre die glitzernde Stelle. Also Leute, erkennt tue ich schon, was das ist. Und er ist plötzlich ganz warm geworden. Die gefrorenen Säulen sind geschmolzen. Sag jetzt nicht so, wäre es dir zu warm. Ich werde in der Wachwelt Bescheid sagen. Luigi, ich presse wieder in Schlaf. Ah, wenn sich die Temperatur ändert, dann wirkt es sich auch auf die Traumwelt aus. Alles klar. Ich versuche nochmal, die Temperatur zu ändern. Diesmal ist es kalt geworden. Ich spüre, dass wir eng mit der Fachwelt noch verbunden sind. Dieses Luigi-Sionsobjekt. Es kontrolliert die Temperatur in der Umgebung. Mit dieser neuen Fähigkeit können wir weiter voranschreiten. So, aber das können wir gleich mal ausnutzen. Denn ich möchte gerne hier ein bisschen Hitze haben. Ach so, jetzt check ich's erst. Haha. So kommen wir auch weiter. Ich verstehe, ich verstehe. No! Oh, da muss man ja richtig timen. So, einmal nach oben, einmal nach unten und einmal nach unten. So, dann wieder anmachen. Oh, das wird ein sehr, sehr langes Rätsel. Immerhin bleibt das aber stehen und man muss nicht irgendwie getimed drücken. Das wäre schon anstrengend, muss ich gestehen. Oh, ein Sportball. Ist wie ein Pokéball, nur der Sportball halt. Oh, und ein Attackenfragment. Geil. Zweites. Gut, okay, hier habe ich das Geld verkackt. So, jetzt bitte ganz nach oben einmal. So, sehr schön. Jetzt kommen wir auch weiter. Also, ist eine coole Fähigkeit, muss ich gestehen. Aber weiß noch nicht, ob ich die so ultra fühle, tatsächlich. Was ist, wenn ich jetzt hier anmachen würde? So, das ist das, was... Ah, ja, okay. Als ob Wasser so rumbubbelt. Und hier haben wir schon eine dritte Attackenfragment. Also, es geht relativ schnell mit den Attackenfragmenten. Hier ist sogar gleich noch die Nummer 4 irgendwo.
Lass mal erstmal das vierte holen und dann können wir von mir aus das da hinten holen. Achso, da komme ich gar nicht hoch, oder was? Nee. Nein, warte mal. Das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte den hier machen. Ach, wow. Okay. Deswegen brauchte ich das da. So, aber immerhin, wir werden erstmal den Block hier rüberschieben. Und dann können wir es warm machen. Ich mag die Rätselpassagen, aber wie gesagt, die sind ein bisschen... Von der Länge her ziehen die sich. Weil du halt jedes Mal aufdrücken musst auf den Knopf und die Animation ist schon... Ja, aber trotzdem ist es super. Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! No! Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt. No! Nein! Das Geld! Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das gemein? Ich finde das nicht gerade korrekt von euch, Spiele. So. Oh ne, die fangen jetzt den hier, ne? Okay, merken. Junge, hör auf zu spucken. Danke. So, was wollte ich eigentlich sagen? Ich hab's schon wieder vergessen. Egal. Erstmal muss ich mir konzentrieren. Ah, jetzt kommt die Attacke. Die liebe ich. Ja. Was habe ich gesagt eben? Die liebe ich. Ich muss das nochmal revidieren. Oh ne, jetzt kommt der Flammendude. Oh shit. Naja, mit ein bisschen Schaden davon gekommen, aber trotzdem, ja, war knapp. Oh nein, nicht schon wieder die Faust. Ja, da müssen wir jetzt vorbeilaufen, ne? Als ob. Das ist jetzt ein bisschen schlecht, oder? Oder? Warte mal, warte mal, warte mal. Nein! Au. Das ist jetzt noch schlechter. Traumattacke. Ich hoffe, die zieht die noch ab, damit ich die rausholen kann wieder. Also, damit der Angriffs-Debuff nicht mehr da... Muss ich halt nur jetzt eine Exzellent hinbekommen, sonst reicht das nicht. Na, okay, es reicht für alle außer für den. Das gibt's nicht, ich treffe jedes Mal den Kopf davon, ne? Heute habe ich irgendwie den Schmackes drauf, die Köpfe von den ganzen Gegnern zu treffen. Hier ist das nächste Attackenfragment schon, Nummer 5. Und ein Gegner, den ich nicht gesehen habe. Ich glaube, wir müssen gleich mal heilen. Zumindest, wenn wir noch mal ein bisschen Schaden nehmen sollten, denn auf jeden Fall. So, ein bisschen Geld, ein bisschen von Luigi-Stuff. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht zu weit runtergehe.
Und es war zu weit. Das war knapp. Nein, 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 nein. Ganz gesittet. Wir gehen ganz langsam da durch. Wir werden uns hier nicht wegboxen lassen von irgendwas. Und dann geht's auch weiter. Die sieht irgendwie so hell aus. Warum ist Lava in der Nähe von Schnee? Das ist doch Lava, oder? Das heißt, dieser Vulkan ist noch aktiv. Oh. Oh. Psst, das ist nicht gut. Was? Ihr wollt ihn zum Ausbruch bringen? Ihr meint, wenn die Traumwelt diesen Reiz aussetzen, könnte sich das Traumportal wieder öffnen? Interessante These, Luigi Nichtmann. Stimmt, die Kraft einer Eruption könnte dazu gerade ausreichen. Wir sollten es probieren, aber auf zum Krater. Luigi, hör auf zu fallen. Ich seh schon Luigi fallen. Oh mein Gott, das war jetzt ein Fail von meiner Seite aus. Wie war das? Man sieht Luigi fallen. Was? Hä? Okay. So, hier ist auf jeden Fall noch ein Gegner, den nehmen wir mit. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir hier an die restlichen Attackenfragmente noch kommen. Wir haben ja noch viel, nur noch 5, aber ist schon weniger geworden. Oh nein. Oh verdammt, der letzte trifft mich natürlich wieder, ne? So typisch. Traumkugel, go. Oh, mir ist gerade aufgefallen, dass ich halb tot bin, ne? Nein, 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 nein. Sammel, 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 sammel. Oh, nicht, dass es zu wenig ist. Oh, das reicht für exzellent. Sehr gut. So, dann können wir nämlich im nächsten Kampf direkt heilen. Aber, meine Lieben, ich würde sagen, wie es hier in diesem Riesenkomplex weitergeht, werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren und auch gerne eine Bewertung da lassen. Und oben rechts ist die Playlist verlinkt, wo ihr alle Folgen seht. Also bis denne und ciao.